Findus, Ihr Fachbetrieb in Sachen Räumung. Napoleon war bekannt für seine Heiratspolitik. So wurde auch Stephanie du Bornay, die man hier ganz schön in diesem Stich sieht, mit dem späteren Großherzog Karl Ludwig Friedrich von Baden schon mit 17 Jahren verheiratet. Und sie kam ja aus Paris, war nicht sehr ganz glücklich hier, aber sie hat sich dann doch in diese Ehe arrangiert, hat 1811 ihr erstes Kind im Schwetzinger Schloss bekommen, ihr zweiter Sohn 1812 geboren in Karlsruhe. Um ihn rankt sich also hier diese mysteriöse Geschichte von Kaspar Hauser. Also auch auf diese Geschichte gehen wir hier in der Ausstellung ein. Wenn man eben diese 1250 Jahre Schwetzingen oder Erwähnung bis jetzt so filmt und abläuft, dann kommt natürlich nach der Barockzeit, nach der Zeit des Kurfürsten, der Kurpfalz, eben die Badener Zeit, wo das Schloss jetzt nicht wirklich bewohnt war, aber das Mannheimer Schloss natürlich eine ganz wichtige Rolle auch gespielt hat. Und da war eben eine Dame, die Stephanie Bonnet, Napoleon, die Adoptivtochter von Napoleon, auch öfter hier in Schwetzingen und hat so ein bisschen das Leben hier genossen. Die war musisch und künstlerisch sehr begabt. Und Eichendorff zum Beispiel hat von ihr gesagt, dass sie dass er einmal durch den Garten spaziert wäre und er hätte sie singen hören aus dem Schloss heraus. Also so kleine Geschichten. Und das ist eine ganz neue Zeit, also auch natürlich eine optisch ganz andere Zeit als der Barock. Ne? Da waren die Damen eingeschnürt, Perücke, Puder. Und der Empire, der dann Anfang des 19. Jahrhunderts dann eben so ins Rollen kommt, der lässt gerade den Frauen so ein bisschen eine andere Mode zu. Ne? Da kann man sich hier frei entfalten. Also das sind dann diese Kleider, die unter der Brust geschnürt sind und dann weich runterfallen. Und ich dachte halt, dass das vielleicht ein schöner Sprung ist in die neue Zeit, in die Badener Zeit natürlich auch. Die Kurpfalz ist passé. Und eben auch diese neue Modeepoche und auch, wie der Mensch sich eben so gefühlt hat, wie er gelebt hat. Die Epochen in etwa, wie sie sich wahrscheinlich verhalten haben. Und dann, wenn man diese Schlossführersequenz hätte, das wäre dann nochmal so ein Blick, Schwetzing ist sich seiner Tradition bewusst. Gesprochen hatte, der eine war Mozart überhaupt nicht wichtig, dem nächsten war Casanova uninteressant und beim dritten ist es so, der hat dann gesagt, Voltaire, gut, der war auch hier. Ne, so. Also danach kann man dann also, nicht gehen, meiner Meinung wenn nach. Wenn man so Highlights hat, ne, so, dann braucht man, wer ist dann Voltaire? Und ich finde diese kleinen Highlights, die sind schon wichtig, zumindest erwähnt absolut zu werden. Auch die Episode mit Kaspar Hauser, allerdings nicht ausgeweitet. Nee, nicht fulminant, ne? Das geht nicht. Wir können es nicht komplett beleuchten, das ist zu viel. Weil man weiß auch nicht, ob es wirklich allein so allein den 30-jährigen Krieg in so einem Absatz zusammenzufassen, ich habe 4 Stunden da gesessen und geschrieben und ich bin historisch vorbelastet, zum Glück, ja, in vielerlei Hinsicht. Findus Metropol GmbH. Wir räumen Räume.